Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Jurassic Park 3 Dino Defender. Die Zeit wird knapp. Tipp deinen Namen ein und drück die Eingabetaste. Ja. Der zweiten heutigen Folge, mal den hier, nach Let's Play Jogobo Groove Party. Später kommen dann natürlich noch die Folgen von Let's Play Mount of Blade und von Let's Play Star Wars Republic Commando. Beim letzten Mal haben wir einiges gemacht. Wir haben, wir haben das Spiel angefangen. Wir haben die Übungsstufe durchgemacht und das erste Level geschafft. Damit auch die ersten Velociraptoren und die ersten Consominatus eingefangen. War allerdings nicht die beste Folge, muss ich sagen. Wir sind dreimal gestorben und ja, ihr habt vielleicht gerade gemerkt, dass beim Raustappen mein Bild kam, was gestern nicht war. Ich habe noch mal ein bisschen was geändert, weil wir beim letzten Part das Menü nicht gesehen haben, damit wir das jetzt sehen. So, jetzt wollen wir weitermachen. Das heißt, wir laden. Spiel laden. Den letzten Spielstand. Genau, der war hier, kurz vor Level 2. Ich tappe jetzt nochmal raus. Es müsste passen. Ich hoffe, dass es passt, also auch von der Größe her. Weil beim letzten Mal, wenn ich jetzt hier auf Escape drücke, dann seht ihr jetzt ein Menü. Und dieses Menü hat man beim letzten Mal nicht gesehen. Hier muss ich auch nochmal kurz den Ton ändern. Optionen. Alarm, es ist kein Joystick angeschlossen. Weil ihr seht, der Ton ist immer auf hoher Lautstärke. Das heißt, das muss ich vor jeder Folge dann machen. Oder beziehungsweise Lautstärke. In jeder Folge dann machen. Zurück geht Spiel, laden. So, zurück zum Spiel. Jetzt wollen wir zurück zum Spiel. Und jetzt gucken wir heute mal das zweite Level an. Und mal gucken, wie lange die Folgen dann werden. Vielleicht mache ich über die Folgen dann je nach Level. Aber mal schauen. Drücken jetzt auf jeden Fall den Schalter und kommen hier jetzt weiter. Da kommt dann gleich nochmal ein kurzes Video, wo ich euch schon mal viel Spaß wünsche. Und das war das Video auch schon. Das war der Übergang zu Level 2. Wir sind also eingebrochen durch den Boden und in einen tieferen Bereich der Höhle gerutscht, wie wir hier auch sehen. Und werden mal sehen, was wir hier erleben. Wie viele Dinos gibt es denn hier? Hier gibt es schon 6 Komsorganaten und Velociraptoren, also hier sind schon 10 Stufe 2. Okay, als erstes gehen wir hier hoch und müssen hier schnell rüber. Hier seht ihr warum. Die Spitzen brechen ab. Dann gehen wir hier wieder runter und weiter. Müssen wir jetzt kurz den Stein wegbewegen. Diesen Stein werden wir später nämlich brauchen. Müssen wir hier nach oben. Und ganz rüber. Ja, hier kann man rüber gehen, auch wenn man es nicht unbedingt sieht. Und hier müssen wir die hintere Säule nach unten nehmen. Ihr seht gleich warum. Denn hier kommen die ersten Compsognathus und hätten wir die vordere Säule genommen, wären wir gefressen worden. Hier hinter. Hier ist auch die erste Ausrüstung, die Compsognathus-Ausrüstung. Ich frage mich ja ein bisschen, wie die Ausrüstung hierher kommt, wenn man bedenkt, dass wir aus der Luft mit Ausrüstung versorgt werden sollen und wir hier in der Höhle sind. Aber gut, wie ich schon gestern gesagt habe, das Spiel ist nicht unbedingt das Logischste. Dann wollen wir den ersten Kompi gleich einfangen. Wir gleich den ersten Hochrekorder und den ersten das erste Netz verwendet. Jetzt können wir wieder hoch und dann die vordere Säule runter. Ja, dreimal haben uns die Raptoren beim letzten Part getötet und zumindest einmal war Dummheit. Ich hoffe, das passiert heute nicht. So, und wenn wir jetzt hier runter gehen, dann ist hier unten der Stein. Sehen wir hier, das ist der Stein, den wir oben runtergeworfen haben.
Klettern wir hier rüber. Springen besser gesagt. Hier kommen jetzt die nächsten Kompis. Drei an der Zahl. Fuck. Und das war voll daneben. Okay, wir müssen nochmal nach oben. Weil wir brauchen einen Rufrekorder. Wir brauchen einen Rufrekorder, sonst können wir die Kompis hier nicht einfangen. Das ist jetzt ärgerlich. Wir müssen auch ganz nach oben. Wenn man hier rüberspringt, fährt man runter. Soweit ich weiß. Das ist jetzt ärgerlich. Da habe ich mich ein bisschen mit der Entfernung verschätzt. Müssen wir jetzt nochmal schnell die Ausrüstung holen. Wie gesagt, es müsste jetzt eigentlich ein Vollbild sein. Ich hoffe, es ist ein Vollbild. Und man müsste es mit dem Gesicht haben. Hierhin, hierhin, hier runter. Man kann halt nicht schnell runtergehen. Man darf auch nicht komplett runterspringen, weil sonst stirbt man wegen zu hoher Höhe. Aber hier geht schon. Hier den Sprung muss man auch schaffen, weil sonst fressen einen die drei Kompis. So. Hoffentlich reicht das. Yes. Dann haben wir schon mal vier Kompis eingefangen. Ich finde übrigens sehr schön mit den unterschiedlichen Rufrekordern und den unterschiedlichen Tönen. Dann haben wir jetzt schon mal vier Kompis eingefangen. Fehlen uns also noch zwei Kompis und vier Raptoren. So, hier müssen wir rennen. Hier müssen wir springen mit Rennen. Hier rüberkommen. Und hier ist der erste Schalter und Raptor-Ausrüstung. Die werden wir brauchen. Wegen dem Raptor. Dann gehen wir runter und gehen dahin zurück. Wir sehen ja hier ein Tor und eine Art, ja, Metalllinie. Und da kommt gleich ein Aufzug runter. Und in dem Aufzug ist der Raptor drin. Das heißt, wir müssen gleich schnell handeln. Da kommt der Raptor nämlich. Und da haben wir ihn ausgeschaltet. Das muss man ganz schnell machen, oder man muss halt zurücklaufen. Das ist so eine Art Aufzug. Den können wir auch benutzen. Also jetzt fahren wir nach oben. Und schauen wir mal, was hier sich befindet. Hier müssen wir nochmal gleich hüpfen. Und das war der erste Tod heute. Das war der Tod aus großer Höhe. Okay, nochmal der Raptor. Diesmal ist er nicht im Aufzug, sondern schläft, macht ein Schläfchen in der Tür. Ja, wie gesagt, das Spiel ist nicht unbedingt leicht. Ein paar Tode werden wir haben. Ich hoffe, es war der einzige heute. Jetzt haben wir es geschafft. Hier kommen die nächsten Raptoren gleich, glaube ich. Ja, da springt einer runter. Den schalten wir gleich mal aus. Und da ist auch noch einer. Ich werde hier mal einen Rufrekorder nehmen. Man kann übrigens mit den Betäubungen auch verfehlen. So, hier waren jetzt zwei Raptoren, dann haben wir drei. Das heißt, es wird noch ein Raptor und zwei Kompis. Ja, vielleicht mache ich auch wirklich, dass man je nach Level die Parts macht, also längstens eine halbe Stunde. Ich habe schon gestern gesagt, das Projekt geht nicht sehr lang. So, hier geht es jetzt weiter und hier sehen wir den zweiten Schalter, aber wir sehen hier auch ganz lustige Steine runterfallen. Kommen hier oben aus dem Loch. Sieht ein bisschen wie ein Vulkan aus, finde ich. Hier ist wieder Raptor-Ausrüstung. Ach, die wollte ich gar nicht. Ich dachte, hier wäre Kompi-Ausrüstung. Brauchen wir nämlich gleich. Aber vielleicht ist drüben eine. Wir hören ja die Kompis schon. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil solche Steine können uns jetzt ungefähr so. Ja. Heldenhaft hat er es gemacht. Ach Mann. Okay, nochmal die Raptoren ausschalten, die drei.
diesmal schläft er wieder im, hier im, Fingerich, im Aufzug. Könnte sein, dass ich dafür jetzt einige Versuche brauche. Nachmann, kotzen. Ja, sorry. Sorry, ihr seht schon, ich bin kein perfekter Jump'n'Runner, deswegen hatte ich sowas auch noch nicht. So. Jetzt schaffen wir das hoffentlich. Ich will nicht dauernd runterfallen. Weil schon also tot durch runterfallen heute. So, das haben wir geschafft. Aber das war ja auch nicht der gefährliche Sprung. Aber Raptor 1. Da kommt Raptor 2. So. Jetzt hier lang. Und dann probieren wir das jetzt nochmal. Ach, warum denn? Ja, ich überlege, ob ich gleich speichern soll, damit wir das geschafft haben. Ich glaube, ich speichere dann gleich, damit wir das nicht dauernd hier sehen müssen. Aber davor... machen wir hier das nochmal. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich da mit dem Sprung. Weil sonst müssen wir es dauernd neu sehen, das wäre ja auch gut. So. Ich hoffe, jetzt schaffen wir das mit dem Sprung. Aber ich speichere, damit wir nicht dauernd das andere neu machen müssen. Man muss halt dann da kurz nach unten, um den Schalter zu deaktivieren und dann links rüber. Habt ihr gesehen, oben ist nicht viel. So. Zurück zum Spiel. Jetzt werde ich mal speichern. Spiel. Spiel speichern. Auf unseren Spielstand. Spiel zurück. Damit wir das nicht dauernd neu sehen müssen. Selbst wenn wir jetzt sterben, landen wir hier. Ach, diesmal haben wir es geschafft. Natürlich. Demonstrationseffekt. Ja, gut. Dann gehen wir nach unten. Machen den Schalter. Gehen dann hier weiter. Wie gesagt, hier hören wir schon die Kompis. Hier ist auch schon Kompi-Ausrüstung wieder. Holen wir uns. Ich weiß jetzt nicht, wo die Kompis waren. Ach, da waren sie. Okay. Das sind sie eingesperrt. Das kann man aber recht leicht machen, indem man einfach so macht. So. Zack, zack. Damit sind die Kompis komplett eingefangen, richtig, und nur noch ein Raptor fehlt. Heißt, wir gehen zurück. Und ich werde jetzt gleich nochmal speichern, weil jetzt müssen wir den Sprung nochmal machen. Deswegen werden wir jetzt hier nochmal speichern. Option Spiel. Damit wir, wie gesagt, nicht das alles nochmal sehen. Ich hoffe aber, dass wir nicht nochmal sterben. Spiel. Bin ich ganz nett übrigens, dass da dann der... ein Raptor-Gebrüll kommt. Ja, gut, dass ich gespeichert habe. Da fallen wir zum vierten Mal heute runter. Aber das macht jetzt nichts, weil jetzt haben wir die Kompis und den Schalter schon. Sonst wäre es halt den Schalter gewesen. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt gehen wir nach oben. Weil wir wissen ja, ein Raptor läuft noch frei rum. Deswegen holen wir uns hier die Raptor-Ausrüstung. Dann müssen wir jetzt zurück zum Aufzug und müssen ganz nach oben. Da lauert er dann nämlich. Er ist dann auch etwas gefährlich, das seht ihr gleich. Jetzt hatten wir einen Tod mehr als bei der letzten Folge. Viermal runtergefallen. Bisschen ärgerlich. So, hier können wir ganz normal gehen. Die beiden sind ja ausgeschaltet. Die wachen auch nicht mehr auf. Genauso wenig wie sie sich kommen, dass sie ihr Netz befreien können. Hoffentlich schaffe ich jetzt den Sprung hier. Ja, sehr schön. Dann wollen wir jetzt ganz nach oben fahren. Ich gehe schon mal so. Äh,
hören schon schnüffeln. Da ist jetzt Raptor nämlich und ihr seht, der ist über dem Aufzug. Der ist sehr gefährlich. Und deswegen dürfen wir jetzt gleich rennen. Never ever. Ich hatte den getroffen. Never ever. Ach, grrr. Ja, okay. Also rennen, umdrehen und werfen, aber irgendwie hat das mit dem Werfen gerade nicht geklappt. Zumindest hat der Sprung jetzt nicht geklappt. Ach, Mann. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Failer gerade. Das war jetzt Tod 6. Der erste Tod durch einen Dino, wieder durch einen Raptor. Aber ihr habt vielleicht gesehen, die Location ändert sich. Wenn es jetzt noch nicht war, dann ändert sich die Location später bei den Raptoren, weil die Raptoren kommen halt als Gegner relativ häufig. Das ist ein nettes Teil, wie ich finde. So, ich renne jetzt mal, um Zeit abzukürzen. So, dann probieren wir das Ganze gleich nochmal. Der Raptor ist halt echt fies, weil klar, man könnte hier einen Rufrekorder schmeißen, aber man muss trotzdem aus dem Aufzug raus. Ihr seht, ich kann mich so nicht hinkriegen. So, diesmal haben wir ihn ausgeschaltet. Sehr schön. Und damit haben wir alle Dinos in dieser Stufe. Und jetzt werden wir gleich die ersten Pflanzenfresser treffen. Hier sind zwei Stegosaurier, die wir, wie gesagt, nicht einfangen müssen, die ja auch nicht in der Dino-Auflistung kamen. Und ihr seht, die schlagen mit den Schwänzen auf den Boden. Was müssen wir also tun? Richtig, uns nicht von den Schwänzen treffen lassen. Weil die tun weh. Haben übrigens sehr riesige Stacheln, finde ich. So, und damit dürfen wir durch sein. Genau, da ist dann das nächste Level. Also auch hier waren es nur zwei Schalter. Und immerhin 10 Dinos. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Das muss ich kurz schauen. Ja, wir haben erst 18 Minuten verbraucht. Wisst ihr was? Ich höre jetzt trotzdem auf. Weil, wie gesagt, das Let's Play geht eh nicht so lange. Dann machen wir eben wie je nach Level. Genauso wie bei Dschungelbuch Roof Party. Das heißt, wir speichern jetzt. Spiel. Nochmal. Spiel. Zurück zum Spiel. Und ja, dann werden wir jetzt aufhören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut mir echt leid mit dem oft häufigen Sterben. Ich hoffe, das Sterben kann ich in Zukunft etwas eingrenzen. Weil jetzt waren es ja noch mehr Tote als beim ersten Part. Und ja, wir werden dann beim nächsten Part das dritte Level sehen. Hier war es halt jetzt ein bisschen blöd eben mit den... mit den Fallen halt. Fallenden Steinen. Das waren ja die Haupttode und einer halt wegen dem Raptor, weil sich unser Dino Defender nicht schnell genug umgedreht hat. Ansonsten war ja jetzt hier nicht so viel. Ich meine, ja gut, einmal habe ich noch die Entfernung falsch eingeschätzt mit dem Vorsprung und einmal den Dino-Rekorder falsch geworfen. Aber ja, ihr seht schon, an sich gehen die Level halt nicht besonders lang. Und wir sehen uns dann wieder morgen bei Jurassic Park 3 Dino Defender. Beziehungsweise bei den anderen Folgen heute und morgen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Bis dahin, Freunde. Habt euch wohl.